Herzlich willkommen! In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie Sie mittels Filterbedingungen überprüfen können, auf welchen Rechnern ein Softwarepaket vorhanden und auf welchen es nicht vorhanden ist. Anschließend werde ich eine Abfrage anlegen, die genau diese Filterung für mich übernimmt. In diesem Beispiel möchte ich den Installationsstatus meines Virenschutzes überprüfen und suche deshalb in den Softwarepaketen nach McAfee. Das Produkt ist in meinem Netzwerk in verschiedenen Versionen vorhanden. Durch einen Doppelklick auf eine Version kann ich sehen, wo diese installiert ist. Um herauszufinden, auf welchen Rechnern McAfee nicht installiert ist, wähle ich bei der Installed-Filterbedingung die Option Leerfelder aus. Da mich aber nur die Windows-Rechner in meiner Domain interessieren, schränke ich den Filter weiter ein. Um einmal detailliert zu zeigen, welche Änderungen der Installed-Filterbedingung welche Auswirkungen haben, wähle ich die Option Alle aus. Dadurch sehe ich alle Windows-Rechner meiner Domain, unabhängig davon, ob McAfee installiert ist oder nicht. Die Installed-Filterbedingung bezieht sich dabei immer auf den Eintrag bei Package Version. Falls ich gewählt selektiere, erhalte ich nur die Rechner, auf denen die Version 8.6.0 installiert ist. Falls ich nicht gewählt selektiere, werden mir nur die Rechner angezeigt, auf denen eine andere McAfee-Version vorhanden ist. Keine Leerfelder zeigt mir alle Rechner an, auf denen eine beliebige McAfee-Version vorhanden ist. Schlussendlich wähle ich wieder die Option Leerfelder und erhalte alle Rechner, auf denen McAfee nicht vorhanden ist. In Zukunft möchte ich den Status der McAfee-Installationen noch häufiger überprüfen und lege mir deshalb passende Abfragen an. Ich nutze dafür das Vererben der Filterbedingungen bei hierarchischen Abfragen. Dazu lege ich mir zunächst eine Abfrage an, die mir nur die Devices anzeigt, die meiner Domain angehören und ein Windows-Betriebssystem besitzen. Als erstes wähle ich immer die gewünschten Spalten aus und setze anschließend die Filterbedingungen. In der Standardansicht sind die von mir gewählten Spalten sichtbar und ich benenne die Abfrage um. Nun lege ich unterhalb dieser Abfrage eine weitere Abfrage an, welche nach dem entsprechenden Softwarepaketenamen filtert. Nachdem ich die Abfrage umbenannt habe, lege ich eine weitere Abfrage an, die mir die Rechner anzeigt, die den vererbten Filterbedingungen entsprechen. Dazu ist es ausreichend, nur die Basistabelle Device auszuwählen. Jetzt fehlt nur noch die Liste der Rechner ohne McAfee. Dazu gehe ich analog zur vorherigen Abfrage vor, wähle jedoch diesmal die Option Restmenge anzeigen aus, wodurch die Rechner angezeigt werden, die den Kriterien der Abfrage eine Ebene darüber nicht entsprechen. Ein weiteres Beispiel für verschachtelte Abfragen finden Sie im Benutzerhandbuch in Kapitel 3.1.